Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Entweder ihr seid jetzt auf meinem YouTube-Kanal oder ihr seid schon auf meiner Webseite, denn in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man sich hier so einen wunderschönen Pizzaschneider selbst drechseln kann. Die Bausätze findet ihr auf meiner Webseite, das ist der erste Link unten in der Videobeschreibung. Und in dem Video werde ich euch jetzt genau zeigen, wie das Ganze von A bis Z halt eben funktioniert. Let's go! Wie sieht der Bausatz denn am Anfang aus? Das Ganze kommt in etwa so bei euch an. Das Blaue hier ist eine Schutzfolie, damit das Ganze beim Transport halt eben nicht verkratzt. Und im Grunde genommen ist das hier halt eben das Bauteil, was ihr braucht, um so einen Pizzaschneider herstellen zu können. Das hier ist auch einer der größten Durchmesser. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, die größeren Durchmesser zu wählen für die Webseite, denn ich finde, dass es sich damit halt einfach so ein bisschen einfacher schneiden lässt, wenn man die halt eben im tagtäglichen Gebrauch einsetzt. Wir haben hier diese Hülse, die können wir erstmal abmachen, denn die werden wir gleich brauchen, um am Griff das Ganze halt auch eben anpassen zu können. Und den Rest werde ich euch einfach gleich an der Drechselbank zeigen. Aber was braucht man natürlich? Holz ist ziemlich praktisch, deswegen werden wir jetzt als erstes ein bisschen Holz vorbereiten. Ich habe hier noch ein schönes Stück Pflaumenholz. Also ich glaube zumindest mal, dass das Pflaume ist. Sieht gar nichts, ne? Na, jetzt ist es langsam ein bisschen besser. Ich war im Urlaub, jetzt muss ich erstmal mich selbst wieder anlernen. Das Schöne an hier diesem Holz ist auch einfach, dass ich das tatsächlich selbst vor mehreren Jahren, ich glaube, das ist schon 10 Jahre her, dass ich das selbst damals mit der Motorsäge zugeschnitten habe. Und das ist jetzt mittlerweile trocken, sodass wir das halt eben nutzen können. Ich glaube, dass es Pflaume ist. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr denkt, was es für Holz ist. Ich bin mir nämlich gar nicht mehr sicher, was ich damals hier zugeschnitten habe. Ist alles leider schon zu lange her. Ich werde alt. Naja. Ich schneide mir hier einen Rohling zu, der ungefähr 4x4 cm hat. Den schneide ich hier in dem Fall ein bisschen größer zu, weil das Ganze hier nicht wirklich rechtwinklig ist und wir an einigen Stellen viele Risse haben. Deswegen schneide ich es, wie gesagt, ein bisschen größer zu. Als erstes ziehe ich mir jetzt hier mal eine Linie, damit wir gleich einen Anhaltspunkt haben. 4 cm ungefähr. Und das können wir jetzt als erstes mal schneiden. Wundert euch bitte nicht, welche Bandsäge ich hier benutze. Das ist ein zukünftiges Projekt. Da werde ich in mehreren Teilen eine wirklich, wirklich alte Bandsäge, die eine coole Story hat, restaurieren. Und ihr seht jetzt schon mal hier, wie gut sie schon mal schneidet. In den restlichen Videos werde ich euch dann, wie gesagt, weitere Informationen dazu geben, denn die kann auch tatsächlich Metall schneiden. Das Holz sieht so schon richtig, richtig schön aus. Vor allem diese lila Streifen gefallen mir bei diesem Holz hier wirklich sehr, sehr gut, weswegen ich das auch gerade für diesen Griff dann auch benutze. Die Länge habe ich bewusst nicht so wirklich angezeichnet. Ich schaue einfach immer, dass das Ganze so in etwa meiner Handbreite entspricht. Plus ein bisschen Zusatz, weil wir ja noch ein bisschen was einspannen müssen. Plus ein bisschen Zusatz, weil da oben ja noch diese Krone drauf kommt, damit man das Ganze einpressen kann. Weil es bestimmt ein paar wissen wollen. Der ist jetzt in etwa 14 cm lang. Also solange ihr zwischen 12 und 15 cm lang seid, was euren Rohling angeht, wird das wahrscheinlich gut hinhauen. Und jetzt gehen wir mal an die Drechselbank. Es ist relativ simpel, das Ganze zu drechseln. Es gibt da im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ich wähle die simplere Möglichkeit, wo man einfach ein bisschen mehr Kleber später benutzen muss. Aber alles zu seiner Zeit. Wir gehen jetzt mal an die Drechselbank und dann zeige ich euch von A bis Z, wie das Ganze halt eben an der Drechselbank ganz einfach funktioniert. Bevor es Fragen zu den Drechseleisen gibt, werde ich es hier ganz kurz anschneiden. Bald wird es Drechseleisen geben, die ich selbst herstelle. Da wird es aber dann bald auch noch weitere Informationen geben. Richtig praktisches Werkzeug, werdet ihr auch gleich sehen, wenn wir das halt eben benutzen. Jetzt geht's an die Drechselbank. Als erstes brauchen wir natürlich den Vierzack-Mitnehmer. Die mitlaufende Zentrierspitze ist schon hier reingespannt und jetzt können wir den Rohling reinpacken. Dadurch, dass ich den ein bisschen größer dimensioniert habe, werde ich den einfach frei Auge anpeilen. Normalerweise, wenn man das ein paar Mal macht, muss man da nicht unbedingt das Ganze markieren. Ihr könnt natürlich aber auch einfach hier die Mitte mit einem Bleistiftstrich markieren. Schaut, dass die Seite, die ihr oben an dem Griffkopf haben möchtet, dass die auf der rechten Seite ist, also hier bei der mitlaufenden Zentrierspitze, denn dort wird später das Ganze gebohrt. Für euch zum Verständnis, also werde ich jetzt mal schauen, wie hier so die Maserung ist. Ist eigentlich auf beiden Seiten wunderschön, also können wir sie auch so direkt einspannen. Also hier würde ich ausrichten. Wenn ihr mehrere von denen machen solltet, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr die Rohling natürlich nur minimal größer zuschneidet. Und dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Mitten zu markieren, da könnt ihr ein bisschen Holz sparen. So, jetzt kommt die Messerauflage da dran. Ich habe die Drehzahl relativ hoch eingestellt, weil der Durchmesser relativ klein ist und ich das Ganze schon öfters getan habe. Im Drechselkurs gehe ich da ein bisschen genauer drauf ein. Für euch als Info, die Drehzahl ist relativ hoch. Als Werkzeuge werde ich zunächst eine Schrubbröhre benutzen, das ist die große Variante, dann eine 20 mm Formröhre
und auch natürlich hier das Werkzeug, was ich eben schon angesprochen habe. Das werden wir benutzen, um die ganzen Maße ganz genau hier randrechseln zu können. Natürlich werde ich noch ein paar weitere Werkzeuge benutzen, die seht ihr aber dann gleich. Als erstes werde ich das Ganze jetzt rundschrubben und danach werde ich schauen, dass ich hier oben diese Stirnseite absteche mit dem Schaber, den ich euch eben gezeigt habe. Warum ich das Ganze so tue, werdet ihr gleich sehen, wenn wir das Ganze dann später montieren. Ihr seht jetzt hier, das Ganze ist im Prinzip schräg, also eiert das, wenn man das Ganze an der Maschine laufen lässt. Unser Ziel ist es jetzt hier, wirklich nur mit diesem Schaber hier das Ganze abzusetzen, damit das Ganze nicht mehr eiert und 90 Grad hier diese Achse hat. Als nächstes muss ich hier diese Kappe nehmen, also hier diese Hülse, die ich eben schon von dem Bausatz abgenommen habe, und muss hier diesen Innendurchmesser auf das Holz übertragen. Im Idealfall so, dass das Ganze hier leicht auf dem Holz klemmt. Kleine Info am Rande, bei meinem ersten Tester war das minimal lose. Wenn man da ein bisschen Kleber dann mit hier oben auf die Hülse aufbringt, ist das auch kein Problem, weil das wird später mit dem kompletten Bausatz sowieso an den Griff rangedrückt. Aber wenn das Ganze hier oben leicht klemmt, ist das natürlich von Vorteil. Also den Innendurchmesser hier mit dem Messschieber abgreifen und mit dem können wir das Ganze jetzt auf das Holz übertragen. Wichtige Info, das ist kein klassischer Messschieber, der hier ist auch nicht so genau. Der hat vorne abgerundete Kanten, das bedeutet, der verfängt sich nicht im Holz und rutscht einfach über den Durchmesser rüber, wenn wir den entsprechend halt eben angedrechselt haben. Also ich habe mir den Durchmesser eingestellt, kann jetzt meinen Schaber nehmen. Jetzt können wir die Maschine wieder ausschalten und diese Herangehensart hat auch den Vorteil, dass wir jetzt einfach das Ganze lösen können und können einfach überprüfen, ob das Ganze hier rauf passt. Und das Ganze passt wirklich perfekt. Also dieser Sitz hier ist wirklich, wirklich gut. Kleine Info auch hier wieder, wenn das Ganze bei euch noch nicht so richtig passt, könnt ihr das Ganze oben leicht schräg nach oben laufen lassen, damit es halt am Schluss mehr klemmt. Und hier seht ihr, wir haben das Ganze eben mit dem Schaber abgesetzt. Das hier müssen wir halt jetzt natürlich noch in der Tiefe beachten, wenn wir hier das Ganze jetzt andrechseln. Und jetzt werden wir als erstes den Sitz ein bisschen noch nach links erweitern, damit die Hülse auch komplett über dem Holz sitzt. Jetzt können wir wieder überprüfen, ob das Ganze noch hier rauf passt. Und damit bin ich eigentlich sogar schon ziemlich zufrieden. Wir können das Ganze noch ein bisschen absetzen und dann können wir uns der Formgebung mal zuwenden. Als nächstes können wir uns mal um die Formgebung kümmern. Schaut da vielleicht, wie breit eure Hand ist. Wenn ihr eine größere Hand habt, solltet ihr das Ganze ein bisschen länger dimensionieren. Wenn ihr eine kleinere Hand habt, könnt ihr es dann auch noch mal entsprechend anpassen. Ich persönlich als Information für euch finde es immer sehr, sehr schön, wenn der Griff hier vorne im Durchmesser abnimmt und hinten wieder zunimmt, weil man dann, oder das ist so mein Empfinden, weil ich dann eine bessere Griffkraft auf den Griff aufbringen kann. Deswegen habe ich auch hier meine Drechseleisen so gestaltet. Das ist für mich so die ideale Form. Ihr seht, die Länge entspricht auch in etwa dem Ganzen. Und so gehe ich dann halt immer ein bisschen Stück für Stück heran. Hier auch eine Information hier vorne. Ich empfehle euch, dass ihr das Ganze nicht bündig macht. Ich würde euch hier immer empfehlen, das Ganze minimal dicker zu gestalten, wenn ihr das Ganze vorne am Schaft dünner gestalten möchtet. Weil wenn ihr das Ganze schleift, könnt ihr vorne die Ecke umschleifen und ihr habt einen sauberen Übergang. Aber jetzt erstmal Schritt für Schritt. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Formgebung. Also, ich möchte das Ganze im Durchmesser runterbringen und dann hier das Ganze noch weiter minimieren.
So, da werden wir gleich weitermachen. Als nächstes werde ich das Ganze hinten absetzen, damit ich einen besseren Überblick über die Länge habe und besser hinten an das Ende mit der Formröhre komme. Die Form ist so schon mal ziemlich okay. Als nächstes können wir mal anfangen, das Ganze zu schleifen. Wir werden das auch jetzt fertig schleifen, aber noch nicht finishen. Außerdem werden wir auch hier diesen Stutz noch nicht abdrechseln, denn wir werden später hier diesen Zentrierpunkt, den wir von dem Vierzackmitnehmer im Holz haben, den werden wir später noch brauchen, um das Ganze richtig bohren zu können. Ich habe den Griff jetzt schon mal ausgespannt, denn jetzt werden wir uns um die Bohrung kümmern, damit wir diesen Bausatz später auch montieren können. Also als erstes können wir jetzt mal wieder überprüfen, ob unsere Krone hier drauf passt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt können wir weiteres Werkzeug auf der Drechselbank festmachen, denn wir brauchen jetzt ein Bohrfutter auf der Spindelstockseite und da können wir einen 7er Bohrer einspannen. Ihr solltet unbedingt ausprobieren, welche Bohrer bei euch, bei eurer Holzsorte gut funktionieren. In meinem Fall funktioniert dieser 7er Bohrer halt eben ganz gut. Ihr könnt hier einfach die Breite messen, dreht den Messschieber so ein bisschen, dann kommt ihr auf ungefähr 7,5 mm. Ich mache das Loch natürlich ein bisschen kleiner, damit das Ganze später da drin auch keilt, beziehungsweise ein bisschen klemmt. Also der 7 mm Bohrer. Benutzt ihr vielleicht Linde, wäre vielleicht ein 6,5er Bohrer besser, muss man dann je Holzsorte immer ein bisschen ausprobieren. Wir müssen jetzt überprüfen oder schauen, dass wir nicht zu tief bohren. Ich habe mal da extra eine kleine Markierung auf dem Bohrer gemacht. Ich überprüfe das Ganze aber nochmal. Das sieht sehr gut aus. Und als nächstes können wir halt eben an der Drechselbank in der Flucht von dem Bohrer und der mitlaufenden Zentrierspitze das Ganze bohren. Und deswegen haben wir auch hier diesen Stutz noch nicht weggedrechselt. Denn mit diesem kleinen Einstich können wir das halt eben jetzt auf der Reitstockseite führen und das Loch bohren. Also wir werden jetzt gleich das Ganze hier an die Spitze halten und werden im Prinzip die Maschine einschalten. Der Bohrer dreht sich und wir werden das Stück Holz festhalten. Hier ist es natürlich wichtig, dass wir die Maschine ein bisschen langsamer laufen lassen, dass das hier nicht außer Kontrolle gerät. Aber so können wir jetzt das Ganze führen. Und ihr seht, das Ganze läuft so jetzt relativ zentrisch. Hier auf der Seite haben wir ja nur das Ganze abgestochen, damit es 90 Grad zur Drehrichtung hat. Und jetzt können wir das Ganze festhalten und können unser Loch in Flucht von unserem späteren Griffstück bohren. Immer mal so ein bisschen das Loch räumen. Das variiert natürlich auch immer wieder so ein bisschen bei jeder Holzsorte, wie viel man das machen muss. Aber somit haben wir jetzt schon mal unseren Griff gebohrt. Das Schöne ist auch jetzt nochmal, dass wir das Ganze jetzt wieder einspannen können, weil das Ganze fluchtet. Und so können wir hier hinten diesen Stutz noch ein bisschen weiter wegtrixeln. Thank you.
Jetzt können wir langsam anfangen, das Ganze zusammenzubauen. Und da die allererste wichtige Information, passt auf, das Ding ist scharf, dass ihr euch da halt eben nicht schneidet. Ich werde das Ganze auch gleich in meinen Schraubstock einspannen. Aber bevor wir das tun werden, werde ich ein bisschen Kleber anrühren. Denn wir haben jetzt einfach ein rundes Loch hier drin und hier haben wir ein flaches Stück Metall. Das bedeutet, das wird schon funktionieren. Aber ich will natürlich, dass das Ganze eine gute Schippe länger hält. Und deswegen werde ich einfach hier ein bisschen zwei Komponentenkleber in das Loch hier einbringen, damit halt eben hier das Metall später nicht so viel Freiraum links und rechts daneben hat. Also ein bisschen Kleber reinmachen, damit das Ganze hier von beiden Seiten mehr gestützt wird. Aber übrigens, das Ganze sitzt so schon relativ eng, also mit einem 7 mm Bohrer funktioniert das so bei etwas härterem Holz schon relativ gut. Also rühren wir jetzt ein bisschen Kleber an. Bevor ich den Kleber anrühre, spanne ich als mal hier meinen Bausatz ein. Der Schraubstock hier ist ein bisschen ausgeleiert, weswegen das hier tatsächlich auch ohne Unterlage ganz gut funktioniert. Gerade hier in der Mitte ist tatsächlich eine leichte Kurve. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, dann packt vielleicht ein bisschen Leder drunter oder ein Handtuch. Und so werde ich das jetzt eingespannt lassen, währenddessen ich den Kleber anrühre. Ich habe ein bisschen zwei Komponentenkleber hier aufgebracht. Und da empfehle ich euch im Vorhinein, euch zwei Hölzer vorzubereiten. Einmal ein flaches Stück Holz, mit dem ihr das Ganze anrühren könnt. Und dann nochmal hier ein ganz spitzes Stück Holz, mit dem ihr halt später den Kleber auch in das Loch reinpacken könnt. Jetzt verrühre ich das Ganze gut. Jetzt nehme ich mir hier das spitze Stück Holz und packe den Kleber in das Loch. Der Kleber ist im Loch drin und jetzt können wir das Ganze montieren. Jetzt stülpe ich hier als erstes diese Hülse über. Und danach kann ich jetzt meinen Griff aufdrücken. So, das Ganze sitzt jetzt auch schon bei. Ihr könnt jetzt überprüfen, ob das Ganze richtig fluchtet. Falls das nicht der Fall ist, dann könnt ihr das Ganze noch mal so ein bisschen anpassen. Aber hier sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Und auch ohne, dass der Kleber jetzt ausgehärtet ist, sitzt das Ganze schon wirklich sehr, sehr gut hier in diesem Loch. Das läuft schon mal ganz gut. Während das Ganze aushärtet, kann ich also ein bisschen Finish draufpacken. Ich benutze da mein Konterholz-Finish. Das findet ihr natürlich auch hier auf der Webseite oder ihr klickt auf den Link und seid auf meiner Webseite, je nachdem, wo ihr es halt eben schaut. Und hier das Finish reibe ich jetzt einfach auf den Griff auf. Ist immer wieder schön, wenn die Maserung angefeuert wird. Wie gesagt, immer gut drauf aufpassen, dass ihr euch halt eben nicht schneidet, wenn ihr mit dem Werkzeug oder mit dem Schneideteller hier hantiert. Auch so ein klitzekleiner Tipp, ihr könnt mit dem Spatel, mit dem ihr das Ganze eben vermischt habt, also den Epoxy, da könnt ihr später überprüfen, ob das Ganze ausgehärtet ist. Denn wenn das Ganze hier an dem Spatel ausgehärtet ist, wird es wahrscheinlich auch hier in diesem Loch ausgehärtet sein. Und hier könnt ihr auch überprüfen, wie gut ihr das Ganze gemixt habt. Wenn es nämlich hier Stellen am Holz gibt, die nicht ausgehärtet sind, dann wird wahrscheinlich dort der Härter nicht wirklich in einem richtigen Mischungsverhältnis zusammengemischt worden sein. Aber solange der große Fleck auf eurem Mischbrettchen, solange das Ganze hart ist, sieht es eigentlich sehr, sehr gut aus. Das ist immer so eine kleine Überprüfung, um zu schauen, ob das Ganze ausgehärtet ist. Also Leute, ihr habt gesehen, wie wir das Ganze jetzt zusammen hergestellt haben. Und das Ganze sitzt einfach richtig gut in der Hand. Und wer solche billigen Pizzaschneider kennt, weiß genau, wovon ich rede, wenn man dann sowas Edles, Selbstgemachtes in der Hand hat. Das ist was komplett anderes und da hat man auch eine ganz, ganz andere Freude. Man hat selbst Spaß bei der Herstellung in der Werkstatt nach dem stressigen Alltag auf der Arbeit, im Büro und so könnt ihr euch ein bisschen schöne Zeit in der Werkstatt verschaffen und dazu könnt ihr auch das hier super, super gut verschenken, wenn ihr vielleicht im Familienkreis jemanden habt, der vielleicht Geburtstag hat oder vielleicht ist es auch Weihnachten. Das hier ist wieder so eine richtig feine Sache neben den Stiftebausätzen und genau, ihr findet alle Links in der Videobeschreibung oder wenn ihr schon auf der Webseite seid, findet ihr unter der Produktbeschreibung weitere Links, was ihr halt eben braucht, um das hier herstellen zu können. Also, ich hoffe, dass ihr auch ganz, ganz viel Freude mit diesem Bausatz hier haben werdet, wenn ihr das Ganze selbst herstellen werdet. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch allen einen ganz tollen Tag. Ciao.